Warum hält er denn nicht? Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet zu meinem neuen Video. Ich habe mir vor gefühlt 2 Jahren dieses Lego Steamboat Willy Set gekauft und dachte mir, da baust du irgendwann mal zusammen und filme ich dabei. Aber irgendwie hatte ich nie die Muße dazu und seitdem lag es wirklich in der Ecke, so wie ich es gekauft habe. Dann habe ich aber bei AliExpress gesehen, dass es davon eine billige Version gibt, sagen wir mal Fälschung. Ich werde jetzt hier in dem Video immer sagen, das Boot von AliExpress und das Boot von Lego. Und genau, ich habe das Boot von AliExpress gesehen und dachte mir, komm, das ist so eine richtig gute Idee. Baust du beide parallel auf, zeigst du, wie das Original, das von Lego zu der Fälschung, ja, es ist eine Fälschung, also wie der Qualitätsvergleich ist, wie das Aufbauen funktioniert, wie schwer leicht das Aufbauen ist. Und genau, ich dachte, das wäre eigentlich eine gute Idee. Zum Preis, das Original Lego hat 90 Euro gekostet und das von AliExpress, das Bücher, hat 20 Euro gekostet. Und ich würde sagen, ja, ich weiß nicht, wie lange ich dafür brauche. Ich werde natürlich nicht die kompletten Aufbauphase reinschneiden ins Video, mich dabei filmen. Genau, ich werde es aufbauen und dann immer zwischendurch mal berichten, wie die Lage ist, ob ich irgendwelche Komplikationen habe und dann sehen wir mal, wie es am Ende aussieht. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr, wie lange ich dafür brauche. Oh, Lego bauen. Ich bin mal echt gespannt, wie lange ich dafür brauche. So, jetzt sagen wir, packen mal aus und legen los. Ihr seht schon, das Boot von Lego ist in einem sehr schönen Karton. Man sieht, wie es am Ende ungefähr aussehen soll. Das Boot von AliExpress wird einfach nur in einer Plastiktüte verschickt, aber man hat auch eine Bedienungsanleitung mit Foto. Aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme mit den Sets. Deswegen habe ich meinen Tisch auch freigeräumt und dass ich das gut auseinanderhalten kann. So, was mir auffällt, also das ist Nummer 1 bei Lego und das ist Nummer 1 bei AliExpress. Was mir schon mal auffällt ist, dass es nicht dieselben Teile sind. Das ist schon mal, also das fällt mir sofort auf. Das heißt, es sind andere Bedienungsanleitungen. Das macht es jetzt nicht einfacher. Ich dachte eigentlich so, ach, das ist bestimmt dieselbe Bedienungsanleitung. Das ist dieselbe 1, ist dieselbe 1 bei Lego. Und dann muss ich einfach nur parallel beides aufbauen. Jetzt macht es natürlich die Sache nicht einfacher. Aber ich sehe gerade, hier sind mehrere Einsen. Bei AliExpress. Genau, und hier gibt es auch mehrere rein. Okay, ich nehme alles zurück. Okay, also da Lego, da AliExpress. Jetzt gucken wir uns mal die Bedienungsanleitungen an. Das ist AliExpress. Was fällt mir auf? Das Mickey. Also das steht jetzt nicht Mickey und das Mickey Maus, sondern da steht Mickey und Minnie. Und hier bei dem Original Lego steht halt Lego drauf und Mickey Maus. Das ist der Unterschied zu den Bedienungsanleitungen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Gucke ich mal rein. Was mir natürlich sofort auffällt bei dem Lego-Boot ist, was ich wirklich süß finde, ist die Geschichte von Steamboat Willie. Damit fängt man an. Das hat man jetzt bei der AliExpress-Version nicht. Ob man es braucht oder nicht, man kann es ja auch theoretisch googeln, aber man hat hier so eine kleine Geschichte, das finde ich ganz nett. Und dann gibt es hier die Lego-App beschrieben und dann geht es auch schon los. Das sieht relativ, ich mache mal die erste Seite auf. So. Also, das ist die erste Seite von Lego. Wir können das sehen. So fängt das Lego-Buch an und so fängt das AliExpress-Buch an. Also beide, weil ich es gesehen habe, fangen beide Versionen an mit den Figürchen.
So, und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los mit Nummer 1, packen die Beutel aus und dann legen wir mal los. Um nicht durcheinander zu kommen, fange ich, glaube ich, mit der Nummer 1 bei Lego an und gehe dann über zu Nummer 1 bei AliExpress. Also ich bin jetzt schon überfordert. Ich suche schon wieder das erste Teil und denke mir, wo ist das? Also den Boden habe ich gefunden, aber das ist für mich wie Puzzeln. Also ich bin auch kein Puzzle-Fan irgendwie. Das ist für mich wie Chinesisch. Ich glaube, das wird sehr lange dauern. Also manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich bin schon wieder so, wo ist das Teil? Ich gucke da drauf und denke mir, das ist hier nicht. Gefunden! Nachgefühlt 50 Minuten. Nein, so lange war es nicht. Aber manchmal ist es wirklich, da sieht man den, also ich bin jetzt auch nicht der trainierte Lego-Bauer, muss ich dazu sagen. Aber es ist echt so, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, erstes Teil ist geschafft. Also das ist jetzt hier so ein Aufsteller. Das war jetzt, was ich eben besucht habe. Das ist jetzt hier so ein Mickey-Maus-Aufsteller mit dem 1928. Also, erstes Teil geschafft! Woo! Party! Gefühlt nur 5000 Teile vor mir. So, jetzt fangen wir mit dem Bildchen an bei Lego. Das ist der Start vom Bildchen. Bin schon bei Schritt 11. Und ganz stolz auf mich. Ich finde das immer so faszinierend bei Lego, dass man sieht halt von außen das schöne Boot, aber was da alles noch drin verbaut ist, das ist echt krass. Weil das Boot ist eigentlich schwarz-weiß. Wenn ich mir hier diese Teile angucke, sind halt alle kunterbunt, ne? Aber das ist echt schon faszinierend. Und ich habe ja auch noch irgendwann mal vor, das Lego-Schloss, also das Disney-Schloss aufzubauen. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, weil das sind ja nochmal gefühlt 5000 Teile mehr. Das wird auch eine große Herausforderung. Wirklich sehr faszinierend, was da für Rädchen sind. Und wenn man die dreht, dann bewegt sich das. Ich finde das wohl. Also ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der Mega-Lego-Bauer. Und ich finde das sehr faszinierend, wie das hier, wenn man das zusammenbaut, wie das hier alles so ineinander funktioniert. Und wenn man hier da so dreht, dann dreht sich das. Ich weiß, wie ein kleines Kind. Schon fast aus, sieht ein bisschen aus wie so ein Auto. Ja. Ich finde das wirklich sehr faszinierend. Ich bin jetzt gerade wie so ein kleines Kind, dass ich das gerade aufgebaut habe und dass sich das bewegt und so. Das ist echt cool. Ich hoffe, bei der AliExpress-Version geht es dann schneller, weil ich dann schon weiß. Also ich hoffe, dass es genauso läuft. Und ich bin sehr gespannt, aber sonst sitze ich morgen früh noch hier wahrscheinlich. Weiter geht's. Was ich hier auch richtig sinnvoll, also was ich sehr praktisch finde bei der Lego-Version, ich guck mal, ob es dann auch bei der AliExpress-Version ist, dass man hier, weil es gibt so verschiedene Stäbchen, und da ist dann der Originalmaßstab eingezeichnet, das heißt, man kann das sehr gut da dran halten und weiß, dass man das Richtige hat. Weil das wäre ja fatal, wenn man das falsche Teil verbaut und dann irgendwann nach 10 weiteren Schritten merkt, oh, das war falsch und wir alles wieder auseinanderbauen muss. Das war wirklich sehr schlimm. Irgendwie komme ich gerade nicht weiter. Das soll so und dann eigentlich soll, das sieht man jetzt nicht. Also eigentlich muss das hier drauf. Ich weiß, man sieht das nicht. Aber ich möchte, also jetzt erstmal loswerden. Also das muss hier drauf und dann müsste das Graue laut Anleitung hier rein. Erstmal passt das Graue gar nicht da rein. Und dann dachte ich mir, wahrscheinlich muss dann der gelbe Stift hier durch das grüne Ding. Aber der gelbe Stift geht nicht durch das graue Ding durch.
Oder ich mache einfach weiter. Wahrscheinlich kommt dann noch ein Stift rein. Ich weiß es nicht. Was ich jetzt gerade ein bisschen kompliziert fand, ist, man musste drei verschiedene Steinchen raussuchen, drei verschiedene Farben. Und dann die zwei Farben hast du auf der einen Seite von diesem Konstrukt hier. Und die anderen anscheinend hier. Aber das musst du erstmal in diesem ganzen bunten Dinge liegen, auch erstmal finden. Die haben das nicht eingezeichnet, wo die das reingemacht haben. Das fand ich jetzt ein bisschen so wie Hieroglyphen suchen. Aber das sollte jetzt eigentlich stimmen. Mal sehen. Warum hält er denn nicht? Manu! Ich bin gerade mal bei dem Lego. Ich muss es normal machen. Mit dem AliExpress. Worauf habe ich mich eigentlich eingelassen? Warum? Ich weiß noch gar nicht, was wir mit dem zweiten machen. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Und das ist jetzt hier gerade der Fall. Und ich habe noch nicht gefrühstückt. Das muss ich gleich auch noch machen. Ich sitze hier gerade wie ein Sack, fällt mir auf. Oh! Wunderbärchen. So, jetzt das muss ich nochmal machen. Mit diesem Kack. Sorry, ich darf nicht fliegen. Ich darf das nicht so oft sagen. Muss ich wieder auf die andere Seite stellen. Und nochmal. Keine Ahnung. Ja. Mickey! Er fokussiert nicht. Egal. Bin gerade etwas genervt. Aber anscheinend müssen wir jetzt mit Packung 2 anfangen. Aber das mache ich jetzt erstmal nicht. Erstmal fertig mit Packung 1 von Lego. Dann frühstücke ich jetzt erstmal. Hoffentlich komme ich da ein bisschen runter. Und fange dann mit 1 von AliExpress an. Also meine Euphorie von Anfang an ist gerade ein bisschen abgeflacht. So. Aber es sieht schon mal aus wie ein Bildschirm. Bis gleich. So, kurz gefrühstückt, geschirkt, die Kamera ein bisschen runtergesetzt, damit ihr auch ein bisschen was seht, was ich hier mache. Schluck getrunken. Haare aus dem Mund. Beginnen wir mit AliExpress Nummer 1. Ich hoffe, dass es angenehmer wird. Also auf den ersten Blick kann ich immer sagen, dass die Einzelteile sich schon sehr ähneln. So, hier fangen wir jetzt auch wohl mit dem Aufsteller auf, so wie es aussieht. Okay, also ist das erste Teil sozusagen fertig, dieser Halter. Und ich gucke mir die jetzt beide an. Und die sehen exakt identisch aus. Ihr seht's. Das ist Lego. Das ist AliExpress. Also ich sehe keinen Unterschied schon mal. Auch nicht, also die Zahlen sind gleich. Die sind 1928. Ja. Also das ist schon mal sehr gleich. Was ich jetzt dazu sagen muss bei dem AliExpress-Beschreibung, ich habe ja vorher bemängelt, dass man nur das bunte Boot sieht und dann da Steine hinzugefügt werden und man nicht sieht, wo sie hinkommen. Das macht AliExpress besser. Ich zeige euch das jetzt. Moment. Ich bin bei 30, muss ich mir merken. Und zwar seht ihr das? Das ist grau und da sind halt die Steinchen, die jetzt dazukommen, in bunt. Ist besser gelöst als bei Lego. Aber hier bei dem anderen Stück sieht man das wirklich extrem, dass es sehr zerkratzt ist hier. Also sieht aus, als hätte das schon jemand benutzt oder wurde schon mal mit gespielt oder so.
Das kann auch bei der Produktion halt passiert sein. Also das ist bei dem nicht der Fall, bei dem Original, bei dem Lego-Brötchen. Das sieht man jetzt bei dem AliExpress-Brötchen schon, dass da... Wieso hält er denn jetzt schon wieder? Es wäre nett, wenn du halten würdest. Dankeschön. Auf jeden Fall sind sie etwas zerkratzter. Ich werde auch am Ende Fotos noch machen. Genauso die kleinen Teile, die ich jetzt hier dran mache. Die sind jetzt auch nicht auf Hochglanz poliert oder so. Die haben halt, die sind auch so ein bisschen matter. Aber das ist die Unterseite von dem Schiff oder von dem Bötcher. Deswegen finde ich das jetzt nicht so dramatisch. Natürlich die Lego-Fans oder Lego... Ich weiß nicht. Ich bin jetzt kein Lego-Spezialist und kann euch auch gar nicht so viel dazu sagen. Außer, dass ich, wie ich es jetzt hier aufbaue. Deswegen. Also für Kinder oder so, vielleicht für jetzt nicht die Lego-Freaks, glaube ich, die wird das nicht so stören. Aber es läuft. Also ich finde, irgendwie läuft, weil kann auch sein, dass es halt schon, weil ich schon mal ähnlich sehr ähnlich gebaut habe, dass ich halt schon so ein bisschen routinierter bin. Und deswegen läuft es besser. Das ist wahrscheinlich so. Also hier sieht man auch wieder, dass da sehr viele Kratzer drin sind in dem schwarzen Material. Wie gesagt, das ist die Unterseite vom Boot. Warum das so ist, kann ich euch leider nicht sagen. So, angeblich bin ich jetzt bei AliExpress mit 1 fertig und bei Lego. Was mir auffällt bei AliExpress, ich habe noch sehr viele Teile hier rumliegen. Kleister noch Mickey und Minnie, die baue ich jetzt noch zusammen. Also vielleicht haben sie auch sehr viele, einfach nur sehr viele Teile dazu gelegt. Ansonsten, was mir noch auffällt, ist, dass man ein Stückchen weiter ist bei dem Lego Schiff. Also hier sind noch oben noch ein bisschen mehr Teile als jetzt bei dem AliExpress Schiff. Ansonsten, ja, ist das Lego Schiff ein bisschen polierter, wie ich ja eben schon gesagt habe. Die Teile, die unteren Schiffteile sind nicht so verkratzt. Von unten sieht es auch eigentlich gleich aus, obwohl ich habe hier was falsch gemacht. Oder hier fehlt die Abdeckung. Das kann natürlich auch sein, dass ich hier die Abdeckung vergessen habe. Weil es sieht so komisch aus von unten. Ja, naja. Dann würde ich sagen, baue ich jetzt bei AliExpress noch Mickey und Minnie zusammen. Packe die restlichen Teile wieder in Tütchen und mache dann weiter mit Lego Nummer 2. Was mir bei der AliExpress-Version von Mickey und Minnie auffällt, dass wirklich alles einzeln ist. Die Hände, die Füße... Oder sind es nur Hände? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier alles einzeln. Da muss man sich alles hier zusammensuchen. Aber ja, ist halt so. Wenn das wirklich, wenn ich davon nichts mehr brauche, von dem, was ich jetzt hier reinschmeiße, dann legt AliExpress wirklich sehr viele Teile extra. Das, also falls was verloren geht oder... ist ein Kind verschlammt oder so, also ich weiß halt nicht, was ich mit dem Rest jetzt machen soll. Ich habe jetzt keine, also ich habe jetzt keine Kinder, die jetzt das noch weiter verarbeiten könnten, aber schenke ich vielleicht irgendjemandem, der ein kleines Kind hat und das gut gebrauchen könnte. Jetzt fängt es schon wieder an hier mit Lego, mit diesem Lesen, wo diese zwei weißen kleinen Steinchen hin sollen. Da kriege ich schon wieder die Krise. Oh. Bitte halten, nicht auseinanderbrechen. Danke. Was natürlich auch sagen muss, ist, dass hier bei Lego, das wird man dann natürlich sehen, wenn man näher rankommt, dass in jedem dieser, wie nennt man das, Hubbel, halt Lego drin steht. Das hast du bei den AliExpress-Sachen natürlich nicht, weil das die Marke ist. Also das heißt, wenn man hier jetzt näher drankommt und sich das Boot angucken würde, wird man sehen, dass dann nicht auf jedem Kästchen Lego steht. Das sollte man vielleicht noch dazu erwähnen. Also ich finde das wirklich, wenn das Kinder aufbauen sollen, ab 4 Jahren ist das. Ab 10. Also ich glaube nicht, dass ein 10-Jähriger sieht, wo man jetzt dieses Steinchen, vor allem ist das ja alles weiß auch noch hier vorne.
Also da muss man ja wirklich richtig genau hingucken, wo man das jetzt hinmachen soll. Also als 10-Jähriger, ich weiß nicht, ob ich das hinbekommen hätte. Oder als 10-Jähriger, ich war früher kein Junge, ne? Also ich bin nichts gegen Transgender, aber ich war schon immer ein Mädchen. Leute, 4 Stunden später, ich habe jetzt also wieder ein kleines Päuschen gemacht, weil ich mit Teil 2 des Lego-Sets fertig bin. Also sieht schon aus wie ein Boot, ist natürlich fehlt noch ein bisschen, aber Teil 2 ist fertig. Hier sind noch 2 Teile übrig, die packe ich jetzt auch mal so in Tütchen. Und dann geht es weiter mit Nummer 2 von AliExpress. Also es zieht sich schon sehr lange hin, muss ich sagen. Also, langsam vergeht mir auch ein bisschen die Lust, muss ich sagen. Also nach so langer Zeit. Ich hoffe wirklich, dass ich heute noch fertig werde. Aber ich muss gleich noch wegfahren. Also wenn ich demnächst was anderes anhabe, kann es sein, dass ich kurz Pause mache und ich heute Abend oder am nächsten Tag noch weitermache. Also das ist mir gerade alles sehr viel. So, Mini bleibt mal stehen. Mini fällt um. Boah. So schwer. Also das ist jetzt das erste Mal, dass es nicht wirklich passt bei AliExpress. Und ich raste gleich aus. Wenn ich gleich fester wieder drauf drücke, dann geht es hier noch kaputt. Mag gerade nicht mehr. Okay. Ich brauche wirklich jetzt eine Pause. Ich bekomme wieder Aggression. Und nein. Ich muss das jetzt mal. Ja, meine Lieben. Lang ist es her, dass ich hier gesessen habe mit meinem Lego. Es sind einige Monate tatsächlich vergangen, da ein Päckchen bei dem AliExpress gefehlt hat. Es hat tatsächlich ein Teil gefehlt. Das hat mich richtig aufgeregt, weil ich das Projekt in dem Sinne nicht fertigstellen konnte. Aber ich habe dann den Verkäufer angeschrieben bei AliExpress und der war auch sehr kulant, hat mir das Geld sofort zurückgeschickt. Und ich konnte eine neue Packung bestellen. Die kam auch wieder relativ schnell. Aber mich dann nochmal hinzusetzen und weiterzubauen, irgendwie hatte ich bisher nicht die Muse dafür. Und es kam auch immer was dazwischen. Disneyland hatte ja auch dann wieder offen und ja, hatte keine Zeit dafür. Aber jetzt setze ich mich wieder hin und baue weiter. Hoffe, dass jetzt alles vollständig ist. Gut, von AliExpress habe ich jetzt im Prinzip 2 Packungen. Und hoffe, dass ich jetzt weiß, wo ich weitermachen soll. Weil, okay, das von Lego, das war ja, also der Schritt von 2 war ja schon fertig. Da würde ich jetzt zu 3 gehen und hier muss ich 2 noch fertig bauen bei Ali. Und hoffe, dass ich jetzt weiterkomme. Ich werde wahrscheinlich wieder zwischendurch total ausrasten, wie auch schon vor einigen Monaten. Weil irgendwie Lego bauen macht mich ein bisschen aggressiv. Aber das sehen wir jetzt. Also ich baue dann jetzt weiter. Es tut mir leid, es hat sich auch einiges verändert. Es ist ein anderer Tisch mittlerweile. Es sieht ein bisschen anders aus im Hintergrund. Ich sehe ein bisschen anders aus. Also wie gesagt, es sind einige Monate vergangen und es tut mir sehr leid, dass das Video so spät kommt. Ich weiß, dass viele bei dem AliExpress Haul nachgefragt haben und ja, es tut mir sehr leid. Aber jetzt geht's weiter. Leute, ich sag's euch, Lego ist nicht mein Ding. Keine Ahnung, ob es an mir lag, am Aufbauen oder ob es wirklich an dem AliExpress lag. Ich weiß es nicht, weil beim Lego habe ich ja auch eigentlich alles soweit richtig gemacht. Also es ist keine Lücke da. Und hier beim AliExpress, da fehlt sogar ein Stück vom Schiff. Das ist jetzt nicht so schwer dran zu bekommen. Aber ich hatte Probleme. Ihr seht hier diese, okay, das sind die Häuschen, aber ihr seht hier, es passt nicht. Und hier genauso. Also entweder ist ein Fehler in der Beschreibung, die Steine sind falsch gebaut oder ich habe einen Fehler gemacht beim Bauen.
Das kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Ich habe zwischendurch das schon gemerkt und dann nochmal ein Stück abgebaut und nochmal von, also fast, also nicht fast von vorne angefangen, aber ein paar Schritte zurückgegangen, zu gucken, ob ich den Fehler finde. Ich habe ihn leider jetzt nicht gefunden. Mit dem Packungen 2 bin ich soweit fertig bei dem AliExpress. Also man sieht, dass es nicht passt. Also hier sind überall Lücken und das sieht einfach nicht schön aus. Und wie gesagt, ich drehe es mal um, weil sonst... Ja, also ihr seht das hier, es sind, stehen Lücken ab, es passt nicht. Und das ist halt, wenn man irgendwo einen Fehler hat oder irgendwas anders ist, als es sein soll, dann bauen sich halt diese auf, die Folgefehler auf. Und es passt dann halt am Ende nicht mehr. Ja, also dass die Schornsteine fahren trotzdem, wenn man die Rädchen hier unten bewegt. Also das funktioniert schon mal. Aber wie gesagt, ich kann es euch leider nicht sagen, ob es an mir lag oder an AliExpress. Aber wenn ihr das schon mal gemacht habt, mit, also so ein AliExpress-Ding aufgebaut, dann schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr ähnliche Probleme hattet oder wirklich, ob es wirklich an mir liegt. Aber ich glaube, Lego aufbauen ist echt nicht mein Ding. Ich habe schon 2 Daumennägel, hat es mich schon gekostet. Und ich habe jetzt Hunger. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon wieder dran bin. Das ist gefühlt wieder eine Ewigkeit. Aber ich wäre jetzt bei den letzten Beuteln und ich mache mir jetzt eine Pizza und mache dann weiter. Aber ich bin echt nicht zufrieden mit dem AliExpress-Ergebnis. Was ich echt schade finde, weil ich am Anfang so gehypt war. Und wie gesagt, ich kann so leider nicht sagen, ob es an mir lag oder nicht, aber ja, Mist. Also ich wollte ja immer das Disney-Schloss haben, ne? Von Lego. Das überlege ich mir jetzt nicht, ob ich das gerne hätte. Ja, ich mache das Projekt jetzt hier noch zu Ende, ja. Nehme ich mir ganz fest vor. Und hoffe, dass ich heute noch damit fertig werde, sonst muss ich morgen nochmal ran. Ich liebe es. So, also machen wir weiter dann mit dem Lego-Modell und mit den Tütchen mit Nummer 3. Man glaubt es kaum. Das Original-Lego-Modell ist fertig. Ich habe es geschafft. Ich bin sehr stolz auf mich. Gegen Ende hat es irgendwie doch Spaß gemacht, so die ganzen kleinen Details und so. Hier so kann man dann so drehen. Und dann, also es ist voll süß gemacht. Also hier, ne, kann man so drehen und dann geht, ups, dann geht das dann so hoch und runter mit so einem Zug. Das finde ich echt cool. Auch wenn man, also es fährt auch und dann bewegen sich. Oh, der Knoten ist aufgegangen. Muss ich gleich nochmal machen. Aber hier, die Türmchen bewegen sich auch, wenn es fährt. Genau, Mickey und Minnie stehen noch hier, aber ich werde die wahrscheinlich aufs Boot positionieren. Ja, also Lego-Version ist soweit fertig. Ich glaube, ich werde jetzt eine Pause machen und morgen dann AliExpress noch versuchen, fertig zu bauen, soweit es geht. Und dann mein Fazit und das Ende dieses Videos zu drehen. Also, wir sehen uns morgen. Neuer Tag, neues Glück. Ja, ich hoffe, dass ich, also ich werde es heute fertig machen, weil ich heute auch hochladen muss, genau. Es ist ja nur noch der letzte letzte AliExpress-Teil, was ja eh schon eine Katastrophe ist. Aber ich mache es jetzt noch fertig. 3. Packungen bei AliExpress und dann kommt noch mal ein Resümee und noch mal ein kleiner Vergleich von beiden Steamboat Willy aufbauten. Genau. Also machen wir mal weiter. So Leute, es ist geschafft. Das Steamboat Willy Boat von AliExpress ist damit auch fertig. Ich muss sagen, gegen Ende hat es mir wirklich Probleme bereitet. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es an mir lag, ob es an den Teilen lag, aber auch gegen Ende konnte ich sie super schwer zusammenstecken. Hatte richtig Probleme. Was ich besser finde, ist die Schnur. Aber die können einen Ticken länger sein bei AliExpress, weil die nicht so fusselt und glatter ist. Aber vielleicht hat es dann mehr den Vintage-Style. Ja, ansonsten wisst ihr ja die Problematik. Ihr seht die kleinen Spalten zwischen. Hier vorne sieht man es auch. Also
Es ist nicht perfekt zusammengesteckt. Man sieht die Spalten. Ach, schwierig. Ich weiß halt nicht, ob es an mir lag. Zum Beispiel die Flagge hängt halt auch nur auf Halbmaß, weil ich sie nicht weiter hochziehen kann. Hier seht ihr die Löcher. Ja. Also am Anfang war ich sehr gehypt, was AliExpress anging. Im Endeffekt weiß ich nicht. Also Preisvergleich 20 Euro versus 90 Euro. Was man auch sagen muss, ist, dass das Originale von Lego ein bisschen mehr glänzt und dementsprechend auch irgendwie hochwertiger aussieht. Ich weiß jetzt gar nicht vom Gewicht her. Nee, es ist eigentlich relativ gleich. Ja, ich werde euch jetzt noch mal ein paar Nahaufnahmen aufnehmen von beiden Booten, damit ihr euch das auch mal das ganze Desaster angucken könnt. Und dann beende ich das Video. So, ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen, Spaß gemacht. Ich glaube, zwischendurch war es sehr witzig, weil ich und Lego irgendwie nicht die besten Freunde werden. Kommentiert doch gerne unten, ob ihr schon mal Erfahrungen hattet von AliExpress mit Lego-Aufbauten und ob es bei euch auch so ein Desaster war oder ob es bei euch reibungslos lief. Also bei mir war irgendwie der Wurm drin. Beim ersten Mal hat dann ein Päckchen gefehlt und jetzt beim Aufbauen lief es auch nicht ganz rund. Deswegen, mein Fazit bleibt beim Original. Bisher. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal mit einem nicht so teuren Lego-Disney-Ding. Also nicht auf jeden Fall nicht mit dem Schloss, das könnt ihr vergessen. Ich baue nicht zweimal das Schloss auf. Das, falls ich es irgendwann mal bekommen sollte im Original, werde ich es aufbauen, aber nicht nochmal mit AliExpress, weil ich glaube, dann sitze ich da 5 Jahre dran. Ja, also ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao.